Und da bin ich wieder back, sorry für die gestrige Ausmachung. Das war echt flott. Aber ja, ich habe. Es ist einfach. Ich habe wieder diese Zeit erwischt, wo ich scheinbar gerade sehr gefragt bin. Und dann kommen halt die Anrufe. Und gerade bei Fallout ist es schwierig, da ich es halt echt ungeschnitten mache. Und wenn ich sowas wegschneiden müsste, dann müsste ich es in mein Bearbeitungsprogramm reinziehen. Und das ist bei so einer langen Ding dann extrem langwierig. Also vor allem halt dann das Rendern. Deswegen. Dann lieber in dem Fall ausgemacht wie 3 Stunden dann rendern müssen oder sowas. Jetzt mache ich heute natürlich extra Überlängen, ganz klar. 80 Minuten ist logisch. Kate, bist du endlich da? Nee, Gott, es ist hier laut. Kate! Kate, bist du hier? Kate? Kate, ich würde dich gerne hier runterschubsen. Bist du hier gerade irgendwo? Oder hast du zufällig Joghurt im Rucksack, Kate? Kate! Oh Gott, leck mich doch am Arsch. Bewegungen und nein! Okay. We got a fucking problem over here today! Leute, wir sind gebumst, ne? Wir sind zufällig gerade ziemlich. Wartet mal, vielleicht schaffen wir das noch mit Jet, aber ich glaube nicht. Doch, wir schaffen es ja. Komm schon, nein! Ach du Kacke, da kommt ein Kampfroboter! Wir sind so gebumst! Bitte weg! Das sind ganz viele! Eine Einheit hat ziemlich viel kassiert. Oh, guten Morgen, mein Freund! Ja, scheiße, ja! Okay. Wow. Oh fuck! Oh nein! Oh Gott, da kommt gleich noch mehr. Okay, das ist wirklich ein ziemlich krasser Anfang. Ich lache wie so eine alte, reiche Frau. Ach Gott, nee, oder? Mein Guter. Scheiße. Leute von heute. Haben wir was gemacht? Ist das jetzt offen hier? Das war ganz schön heavy gerade, oder? Juhu! Super, der ganze Scheiß für eine verkackte Rüstung. Oh, hat die vielleicht Jetpack? Die hat bestimmt ein Jetpack. Kein Jetpack! Oder ist das ein Jetpack? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht. Wo ist eigentlich der Codebehälter? Na, ich steig da gleich ein, keine Sorge. Achso, wir wollen ja kein Jetpack. Das Ding kann ja eh da runter. Ach du Kacke, Leute, ich muss jetzt direkt einmal groß speichern hier. Ich fand das gerade ziemlich krass. Das war wirklich heftig. Wobei man echt sagen muss, durch Jet sind wir irgendwie schon unbesiegbar. Aber wie cool das hier auch aussieht. Fast schon wie so ein Secret. Also, das ist ja eigentlich eine Art Secret. Wir haben es geschafft. Das wäre doch gelacht. Oh yeah. Oh yeah. Wir gehen jetzt gleich, nachdem wir Good Neighbor dann endlich mal entdeckt haben, nach Hause. Good Neighbor! Oh, daneben gesprungen. Das wäre so cool geworden, ne? Good Neighbor! Nichts da wegen nichts. Die ganze Aufregung wegen nichts, sagt er. Ja, du bist lustig. Hier springt ein wahnsinniger Riese rum und er die ganze Aufregung wegen nichts. Lächerlich. Das finde ich irgendwie immer lustig. Die Waffen sind ja nach wie vor gleich groß und ich habe so einen riesen Panzer an, aber es scheint einfach so zu funktionieren, dass ich mit meinen Ultra-Krallen die Waffe einfach so nehmen kann. Darüber hat man es ja schon, Sir Lootburger, wegen der Tastatur. Ach so, ja. Euch wollte ich ja noch kaputt machen. Oder haben wir die damals gebumst? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, fuck, die Waffe ist ja fast leer. So sieht's nämlich aus. Ha? Was sagt ihr dazu? Die haben uns da mal ganz schön gebeutelt, oder zumindest in ihrer Anführerin, oder was es war. Genau, und das sind auch die Mutants. Das ist Good Neighbor, genau, da vorne ist es. Da rennen wir jetzt mal hin. Ich hoffe, dass es ungefähr der richtige Weg ist. Weil ich es endlich mal entdecken will. Good Neighbor. Oh, 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 good neighbor. Oh, dass wir das noch nicht entdeckt haben. Voll merkwürdig. War ich hier noch nicht gestanden? Oder muss man erst rein, um das zu entdecken?
Kann natürlich sein. Ja, man muss erst rein. Hoppala. Okay, gehen wir rein. Und entdecken Good Neighbor. Ganz neu. Für uns. Shazam. Oh ja, die Mucke. So. Hallo? Wie geht's euch so hier in dem Kaff? Was ist mit dir? Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Versicherung? Lass mich in Ruhe. Sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Oh, hey, okay. Wir sagen einfach, dass du deine Versicherung bezahlt hast, ja? Hey, immer mit der Ruhe. Alter. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Nein! Wieso musstest du sowas sagen? Danke. Du hast mir echt das Herz beschäftigt. Ich weiß, dass du mit Finn klargekommen wärst. Aber als Bürgermeister muss ich manchmal zeigen, wer hier das Sagen hat. Alles klar bei dir? Läuft bei mir. Keine Sorge, ne? Mir geht's gut. Danke, dass du dich um mich aussehe, wie so Spaß. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Diese Maske, die ich aufhab, das ist die von vom ersten Fallout-Teil, kann das sein? Diese typische Kartoffelsalatmaske, ich verstehe dich. Ja, verstehe schon. Gut, wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell ein. Kate, hat das nicht gefallen, dass ich in Ordnung finde, dass er Leute ab... Wer hier das Sagen hat. So, Hancock. Weißt du, wer ab heute das Sagen hat? Bitch! Ja, der ist mir jetzt die Zeit zu schade, das wieder zu laden. Wir gehen mal zurück nach Wurststadt, lassen die Rüstung dort, weil die mich abfuckt ohne Ende. Und machen kurz noch unsere Plasmawaffe gescheiter. Da ist ja dieses Ultravisier drin. Wir brauchen sowas, bitteschön. I don't know who's in this, but I don't need this shit. Ah, die Mucke ist so sexy, Alter. Oh, so fucking soft. Drücke die Schlagtaste um mit... So, meine Herren. Ich stelle euch hier mal eben noch einen kleinen, aber feinen Rüstungsträger hin. Und ich benötige diesen Energy-Kern, damit ihr das Zeug nicht nehmt. Ich weiß doch, wie er... Das ist nicht leicht mit sowas. Habt ihr gewusst, dass man sogar an Leute, die so eine Rüstung anhaben... Dass man sie ansneaken kann an die. Und dann kann man die irgendwie klauen. So, ich möchte gern einen Fusionskern nehmen. Die haben wir noch gar nicht alle rausgenommen, what the fuck? Wenn wir die rausnehmen, dann können unsere Leute damit nicht rumrennen. Also die hier wurde ja schon benutzt, wie man sieht. Die hat da jemand einfach abgestellt. Und wenn man die Fusionskerne rausklaut, sind sie... erstmal nicht nutzbar, diese ganzen Rüstungen. Läuft. Okay, ja, das haben wir schon gemacht, ne, genau. Dann die Kerne sammeln wir, glaube ich, hier drüben. Ja. Wo sind die denn mal? Hier, ne? Oder, ne, die sind, glaube ich, bei Munition. Ja. 56. Man sieht hier übrigens auch die Ladung jedes Mal. Die sind auch alle zu 100 voll und die halt zu so und so viel wie da steht. Und man kann die übrigens grundsätzlich verkaufen, solange die noch mindestens eine Ladung haben. Immer für den gleichen Preis. Nada, es ist alles in Ordnung. Ich muss mich da gerade... Ah ja, wir haben auch ganz viele Klamotten dabei. Concentrate, Nada. Das ist ja ein geiles Ding. Macht halt auch mal direkt mehr Schaden, wenn du es bedazzelst, ne? Super Ding, das ist ein super Ding. Leute, Waffenfreak Rang 3 brauchen wir einfach auf jeden Fall. Da kommen wir mal nicht drum herum. Hört auf zu liegen. Das geht einfach nicht, was wir da machen. Das muss sein. Plus Mu. Wisst ihr, wie wir die nennen?
Ach, wir können die gar nicht nehmen. 45er bis 70er. Egal. 45 bis... Steam aufgemacht. Knicklauf. Ich hab Knicklauf, auch wenn es kein Knicklauf ist, ist mir egal. Ist mir egal. Ich nenne die so, weil ich das will. Alter Verwalter. Da gehen wir direkt mal auf die Hardcore-Geschichte, ne? Und dann noch, zack. Wo, guck mal, da kann man sogar noch die Laufe. Was? 57. Meine Herren. Achso, Scharfschützenlauf. Geht natürlich die Dinge brutal runter, ne? Die Feuerrate. Wo stehen wir gerade? Aber ich stehe gerade auf 33 Feuerrate. Achso. Alter, machen wir das Scharfschützenlauf. Logisch. Das wäre Frog. Mann, dieses Fernrohr weg. Was für eine Affenscheiße. Reflexvisier. Reflexvisier all the way. So, Plasma. Plasma. Keule. Und wisst ihr, was ich letztes Mal blöderweise jedes Mal weggemacht habe? Dieses wunderschöne Minus. Und ihr merkt das jetzt gerade überhaupt nicht, weil ich es total überspiele, dass ich das gerade wieder dazu mache. Ihr denkt euch jetzt, krass, das ist wie immer total informativ und gar nicht langweilig, weil man das, man merkt das gar nicht, wenn der das macht. Man, ich habe das gar, hat er jetzt schon irgendwas gemacht gerade eben? Nee, oder? Total krass, das ist die ganze Zeit Unterhaltung. Tja, und ihr habt es vielleicht nicht gemerkt. Pistole weg damit. Das ist unser 10mm, gell? Gut, vielleicht merkt das jetzt halt hier, dass ich das hier weggemacht habe. So, und schon ist es hier wieder wunderschön sortiert bei den Weapons. Hier oben sind unsere, die wir spielen. Unter anderem eben diese hier, die wir weglegen mit dem Knicklauf-Ding. So. Ja. Soweit, so gut. Und jetzt haben wir halt noch diese ganzen Rüstungsdinger gehabt. Da haben wir einmal die Kampfrüstung, die bereits jetzt stärker ist. Ach, Hemd ist unser Anzug. Die bereits jetzt stärker ist als unser aktuelles. Aber sonst nichts hat. 178, 306 beschleunigt die Regeneration an Aktionspunkte. Ist schon nicht schlecht. Aber von der Panzerung her lächerlich. Aber ich denke, wir behalten das ja lieber. Oder? Brauchen wir die Aktionspunkte oft? Eigentlich gar nicht. Ich gehe doch sehr selten in Wetzheim. Was haben wir denn noch? Das Ding hier. Was ist das? Achso, ja. Das hier. Nee. Da haben wir das ultra geile Ding. Obwohl das 140. Obwohl das 47. Okay. Dann haben wir hier noch einen weiteren Panzer. Der weniger krass ist wie der hier unten. Und dann haben wir noch mal ein Armstück, das auch kacke ist. So, das heißt, wir können die beiden Armstücke wegmachen. Das hier. Und das hier. Und das hier am besten auch noch weg. So. Komplett bedazzled ist es, glaube ich, schon, ne? Ja, es ist eigentlich schon komplett bedazzled. Wir können hier natürlich noch tiefe Taschen dran machen. Und dann sieht das Ganze von der Wertigkeit her so aus. 178. Und unser aktueller Brustpanzer 306. Weil halt eben die Aktionspunkte schneller regeneriert. Wir hätten hier natürlich deutlich krasseren Schutz, bis auf die Strahlung. Die haben wir hier noch mit drin, die haben wir da unten gerade rausgenommen. Weil der hier... Warte mal, habe ich dann dieses Blei-Ding gelassen? Hab da nicht keine weiteren Taschen dran gemacht? Ah, die stehen an der Bruderschaft, das ist bei sich einfach dabei. Okay. Ach, wisst ihr was? Ist jetzt irgendwie dumm, weil ich es bedazzelt habe, aber ich glaube, ich hau's einfach weg. Was? Weil das andere ist, glaube ich, doch irgendwie nicht schlecht. Die Aktionspunkte, da können wir auch besser rennen, beziehungsweise schneller rennen. Wir haben ja auch diesen Perk, dass wir eben, wenn wir überladen sind, Dinge, dass wir das Rennen dann praktisch von unseren Aktionspunkten aus her machen. Und wenn die dann wieder schneller aufgeladen werden, dann ist das ja auch eher ein positiver Nebeneffekt für uns. So.
Stealth Boys. Da legen wir mal nach vorne. Ach, wir lassen lieber 5 drin. 5 sind in Ordnung. Mods haben wir hier noch ultra viele. Wo wir den ganzen Mods. Achso, ja, ich habe ja eben rumgedödelt. Jetzt müssen wir wieder bei 234. Aha. Wir waren, glaube ich, letztes Mal doch noch etwas besser gestanden. Weiß aber nicht, woran es jetzt wieder liegt. Achso, na klar, ich habe ja die Plasmawaffe dabei. Wir könnten unsere 10... Hallo, hoch. Ich dachte, es rattert jetzt hoch. Wir könnten unsere 10mm Waffe erstmal weglegen, weil die so wenig Schuss hat. Aber insgesamt ist die schon geil. Die, im Notfall, wenn man die zieht, die hat halt so eine krasse Feuerrate. Die juckelt schon ordentlich rein. Die Hyperbeast ist schon schick. Die Schrot benutzen wir recht oft. Ach, wir bleiben jetzt einfach so, egal. Ah, habe ich die Reaper doch dabei? Ich hatte die weggelegt. Komplett. Ich hab die nur in dem Crew-Menü in dem Ding-Menü ausgetauscht, ne? Hier in dem. Okay. Naja. Sollen wir die mitnehmen überhaupt, die Snipe? Jetzt habe ich... Ich habe diverse Male gesagt, Mensch, schade, dass wir die Reaper die Snipe weggelegt haben. Wir lassen sie jetzt dabei. Wir sind jetzt dabei und fertig ist der Lack. Ich habe nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Ja. Die Kate. Wie immer pervers angeheilt hat, ne? Also, wohl. Da ist Good Neighbor. Zack. Dann konzentrieren wir uns jetzt mal auf Good Neighbor und schauen uns die ganze Chose mal an. Das werde ich jetzt, glaube ich, über diese Aufnahmesession machen. Good Neighbor ist eine ziemlich coole City. Ihr habt es ja eben schon mitbekommen, von dem Volk für das Volk, so eine... So ein bisschen wie Diamond City, nur halt aus Gaunern und Pennern bestehend. So ungefähr. Und da gibt's schon coole Gestalten. Was für ein Drecksloch. Hey. Und ich dachte, schlimmer als im Combat Zone könnte es nicht werden. Also ihr... Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Sins. Ja! Wer hat das gesagt? Die! Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Chat verdient. Das Institut. Das Institut und seine Sins! Das ist der wahre Feind. Ich auch, Chat? Nicht die Raider. Nicht die Supermutanten. Nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Doch, die auch. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonald schon gerne mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten hab. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt netter auf. Versuch. Oh. Du Scheiße. Wow, pass auf. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vor dem Institut? Wir nicht! Wir nicht! In welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Ich! Aus dem Volk! Für das Volk! Ja, die Frau. Diese stählerne Bruderschaft ist. Halt deinen Mund, Alter. Widerlich, wenn ich dir noch eine Sekunde zuhören muss, bringe ich mich um. Direkt unfreundlich, einfach so out of the ground. Einfach aus dem Boden heraus. Zug, was? Geil. Riechst du das? Das ist Freiheit. Nee, das bist du. Oh, shit, dude. Hallo? Wer wohnt denn hier? Guten Tag. Ich möchte hier alle Leute begrüßen. Ich bin der neue Nachbar. Ich bin hier, um ihr in ihr Haus zu scheißen. Das ist ein PC. Wir müssen jetzt an der PC.
Hey, du bist ein neues Gesicht in meinem Laden. Hallo, Daisy. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Daisy, folgendermaßen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hält alles. Garantie. Hält alles. Garantie. Garantieten. Daisy, pass auf. Ich hole mir jetzt 10mm Patronen. Wahrscheinlich 164 Stück. Aber dafür kriegst du von mir auch... Buff-Out. 40 Stück habe ich dir anzubieten, aber ich gebe dir... genauso viel, dass es reicht, du dumme Kuh. Frau... Ding. Händlerin. So. Okay, ich krieg sogar noch 16 von dir. Vielen Dank, Bi. Und guck mal, Daisy. Jetzt kann ich dich voll... Wie viel habe ich gekauft? Daisy, hast du mich verarscht? Was habe ich gekauft? Was für Munition? Daisy. Wenn du hier ach so, 164 hat gekostet, ne? Ich hätte... Hallo! Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Okay, Cleo. Show me your genitals. Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Nee. Oh, na klar, es sind nur diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr weiblicher Roboter. Bezeichnung? Aggressotron. Entwickelt, um verschiedene sicherheitsrelevante Aufgaben für den Menschen zu übernehmen. Abschließendes Urteil? Warum für Menschen arbeiten, wenn man für sich selbst arbeiten kann? Neue Bezeichnung. KLEO. Cleo. Gänzlich unabhängige Kleinunternehmerin. Roboterhaft genug für dich, du Schwätzer? Also was darf's sein? Aha. Du bist ein Aggressotron? So haben mich meine Erbauer genannt. Aber ich denke, ich bin eine Frau. Und mir gehört ein Laden, in dem richtig große Knarren verkauft werden. Glaubt ihr, ihre Augen sind die zwei schwarzen Dinger da oben oder der rote hier? Der rote Knopf. Was steht denn zum Verkauf? Was hast du denn? Wenn es töten kann, ja. Na, ist in Ordnung. Jetzt kommen wir mal ins Geschäft. Muss mal sehen, was du so hast. Folgendermaßen, Cleo. Ich hab da... 10mm Patronen, die ich sehr gerne von dir hätte. Ich kann dir Folgendes anbieten. Hast du schon mal was von Buffout gehört? Ich glaube, so viel Buffout brauchen wir nie im Leben. Und wisst ihr, was das Weiteren sehr cool ist? Ich hoffe, es ist immer noch so, dass hier da hinten einen Footman rumliegen hat. Dankeschön. Dankeschön. Ich nehme den gerade mal, gell? Danke. Dankeschön. Da steht doch kein Name drauf. Hey, Cleo. Keine Sorge. Ich habe für dich eine total krasse... Ich teste die Rassen an Kunden, die ich nicht mag. Oh. Cleo, guck mal. Ich schau mal, was du hast. Ich habe da zufälligerweise einen krassen... Oh, der hat mich Killer genannt, so heiß ich doch. Ich habe für dich jetzt zufällig einen Fatman dabei. Ziemlich krasses Ding. 223 Daris, machst du mit? Danke! Lass uns mal kurz speichern. Wie so rumläuft. Ich hoffe, du kaufst was. Ach, Cleo, du musst noch einiges lernen. Ich kaufe nicht. Mit meinem ganzen Waffenarsenal muss ich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Mädchen, ein Mädchen. Ich verstehe schon. Was hast du denn hier oben versteckt, du Pimmel? Du Gaga, meine ich. Began? Aha. Cool. Notfallplan, Daisy. Laserschuss aus großer Entfernung. Sie steht mir zu nah, als dass ein direkter Angriff keinen Verdacht erregen würde. Ach du Scheiße. Hancock. Zuerst die Leibwächterin töten, im Schlaf erdrosseln. Dann sämtliche Camps im Old State House vergiften. Kollateralschäden möglich, Verluste wären aber ohne größere Auswirkungen auf das Geschäft. What the fuck? Supermutanten oder Raiderangriffe abwarten. Sprengladungen an wichtigen Punkten des Verteidigungsperimeters. Danach Umzug, da Good Neighbor angreifbar wäre. Bobby.
Sensoren haben kürzlich Grabungsgeräusche aufgefangen. Arbeiter und Wachen werden zu hohen Löhnen angeheuert. Oshi. Auf die Nacht warten, dann ins Versteck schleichen, Lampen auseinandernehmen und dann einen nach dem anderen töten. Cleo! Whitehall Chapel Charlie. Einen seiner Partner bestechen. Gute Helfer sind heutzutage so schwer zu halten. Magnolia. Auch ein Mädchen vom Gewerbe hat eine Chance verdient, das Third Rail aus Warnung niederbrennen. Wenn sie sich danach querstellt, sauberer Kopfschutz. Holy fucking cow, bitch! Schließ dich der Railroad an. Wach auf, Commonwealth. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Genau wie Cleo. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen. Mm-hmm. Aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Ja. Denken. Fühlende und träumende Wesen, ja. Vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Hey, du. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Hallo. Das Institut. Was für eine Art von Arbeit. Gut. Ach, scheiße, alle labern auf einmal. Unter der Aufsicht der besten Chefs. Ah, das ist die, Bobby. Die haben wirst. Ja, Bobby. Wenn dir etwas kauft. Oh, fuck, sorry. 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Bobby, für 50 Kronkorken. Da pisse ich mir noch nicht mal in die Hose. Da ist noch mehr drin. Dann 100 direkt auf die Hand. Bobby, 100. Dafür, da langsam höre ich dir zu. Das ist ein schlechter Deal. Du nimmst mich total aus. 150, Bobby. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. 150 dafür. Ich habe mir letztens ein Eis für 150 geholt und hab's fallen lassen, mit Absicht. Das ist immer noch nicht genug. Glaub. 150 ist in Ordnung, Bobby. Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Du wirst mir einfach. Ja, ich bin dabei. Bin dabei. Genau das. Gehen wir rein. Jetzt habe ich nur 50 bekommen. Alles klar. Baba. Baba, baba, baba. Ich glaube, es geht los. 50 Crown Kicks für irgendeine Grabearbeit, Lagerhaus. Why are here this much lager his? Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von. Naja, hast recht, hast recht. The Third Rail! What a wagaha! Das will die Cleo niederbrennen. Was war das nochmal? Was ist hier? Ah, ich erinnere. Hancock Hallo. Sagt, hä? Dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Gut. Entschuldigung. Der Spaß ist die Treppe runter. Habt ihr auch Ghule, also Ghule Frauen, die tanzen? Habt ihr sowas auch zufällig hier? Funktionieren bei euch die Toiletten? Sieht nicht so aus. Ham, kümmere dich mal drum, die eine ist total zugeschissen. Ham, ist das jetzt schlimm? Ich dachte irgendwie kurz, ja gut, läuft der bei uns. Scheinbar ist ihm völlig egal. Hallo, hallo. Oh. Oh shit, ich weiß nicht, ob das nicht einen ID-Treffer gibt. Fuck. Was? Hör mal auf zu singen. Hallo. Die Person ist beschäftigt, oh mein Gott! Wer ist im Hinterzimmer? Mann, ich liebe dich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalle. Hallo? Ist das Hinterzimmer? Ich hab mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock. Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest. Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Falls du es vergessen hast, ich bin kein Gunner mehr. Ja, hab davon gehört. Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, so du noch kannst. Das Mädchen? Sag dir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, MacCready. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl. Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer im Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja. Das war's. Komm, Barnes. Hör zu, Kumpel. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, ich bin kein Prediger. Bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Eine Sekunde. Was eigentlich kann ich jetzt noch mit diesen zwei... Hey, ihr, warte mal. Hallo. Geh mir aus den Augen. Entschuldigung? Ich erledige hier Gunner-Geschäfte. Also verzieh dich. Gott, verzieh dich doch selbst. So, was war's, MacReady? Hey. Hör zu, Kumpel. Mag sein. Erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese Typen. 2 Vollpfosten, die die Erfolgsleiter rauf wollen, indem sie auf dem Weg nach oben auf alle anderen treten.
Das sollte dich aber nicht überraschen. So ist das nun mal bei den Gunnern. Gunner? Aha. Ich habe noch nie von den Gunnern gehört. Wer sind die? Sie sind eine der größten Banden des Commonwealth. Haben einen Ruf als Verrückte. Du weißt schon, so neben der Spur, dass man sie für einen Kult halten könnte. War eine Weile bei ihnen, weil das Geld stimmte. Aber ich passte nicht zu denen. Deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen und mich selbstständig gemacht. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Guck mich doch an, Alter. Guck mich doch einfach mal an. Ich kann dir nur mein Wort geben. Und ein paar Kronkorken. Ein paar Kronkorken, ja? Gut, Senkrechtstarter. Der Preis ist 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefalscht wird nicht. Achso, warte, ich brauche jetzt ja niemanden. Man kann immer falschen. Wie wäre es mit 200? Du bist ein zäher Verhandlungspartner. Okay. Gefalscht wird nicht, man kann immer falschen. Okay. Dir. Dann mal los, Boss. Verschwinden wir von hier. Das war irgendwie nicht so geplant. Kate? Hi. Bereit, wieder aufzubrechen? Ja, moin. Ja. Bereit. Gut, dann mal los. MacReady gehört uns jetzt? Haben wir den gekauft? Ich dachte, das ist so wie bei Skyrim, dass wenn man die dann nicht mehr braucht, dass die dann weg sind. Und man die dann halt wieder neu kaufen muss. Ja, nice. Dann geh einfach nach Tentacle Island. Viel Spaß da, MacReady. McFish-Gesicht. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Ich hab dich auf Lifetime gekauft. Nice. Ich will nur ein bisschen handeln. Ah, verstehe. Ich bin... Hast du zu... er hat kein Geld dabei. Kumpel, hallo. Ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol. Kumpel. Kumpel. Du haust vor was ab? Kumpel. Willkommen zu Hause. Oh, Magnolia. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Allen. Entschuldigung, ja, ich muss mal hier entspannen mit der Magnolia. Was ist los, du hübscher Bursche? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Magnolia, hallo. Das Lied war sehr schön. Das Lied war wunderbar. Ich bin begeistert. Ich glaube, das Lied war nicht das einzige, das dir gefallen hat. Oh, danke. Ich versuche mein Bestes. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Ich glaube, du bist auch ein Künstler, so wie ich. Woher weißt du das? Du weißt, mit Worten umzugehen, oder? Sagst im richtigen Moment immer das Richtige. Also, was führt ein Mann wie dich in meine Ecke der Stadt? Tja, das ist natürlich die geile Musik. Ich bin wegen der Musik hier. Schmeichler. Ich glaube, wir beide werden uns blendend verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Oh, wirklich? Red ruhig weiter. Du, ich... Ein Spaziergang unter den Straßenlaternen. Und was dann? Achtung, die Kate. Was habt ihr gemacht? Musik. Verlockend. Aber leider bin ich... Scheiße. Kate. Riechst du das? Hey. Was gibt's? Wolltest du mich was fragen? Ja, wie geht's dir eigentlich? Was denkst du über uns? Du weißt, was du willst und du hältst mir den Rücken frei. Genau so jemanden habe ich gesucht. Ich dachte eigentlich sowas wie, Was meinst du? Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein Gebot. Ach, vergiss das. Das war's. Von mir aus? Sie kommt und sagt, hey, ich habe übrigens AIDS-Pickel in meinem Kopf und ich brauche deine Hilfe. Ich habe Bier. Und wenn du kein Bier bestellst, dann bist du hier falsch. Ich nehme ein Bier. Klar, ich schau mal, was du hast. Aufs Ertränken der Sorgen. Du hast ja Wasser. Jetzt, wo du ein paar ich brauche einen verdorbenen Jungen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. Sowas in der Art. Du stehst genau vorm Richtigen. Also je. Klingt gut. Ich habe einen Kunden, der anonym bleiben will. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. Drei Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken? Ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern. Daher sind meine sonstigen Leute raus. Wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge. Ich bekomme schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Ja, hallo. Wie sieht's denn mit Geld aus? Drei Orte? Das frisst eine Menge Zeit. Und Kugeln. Ich denke, ich könnte das Angebot noch etwas aufstocken. 250.
Ist ja an sich nicht schlecht. Ich arbeite nur, wenn ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Okay, Mann. Ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, für wen ich arbeite. Bürgermeister Hancock zahlt die Kronkorken. Ist ein interner Politiker. Hey, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Räum einfach die Lagerhäuser leer, dann wirst du bezahlt. Ganz einfach. Da bin ich am Start, aber hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Geld? Bei der Bobby habe ich es nur 50 bekommen. Zu wenig. Dafür ist das Risiko zu hoch. Okay, ja. 300. Charlie, wir sind im faschistischen Geschäft. Ich erledige das. Auf jeden Fall. Also los mit dir. Du musst ein paar Leute wegputzen. Oh Leute, da habe ich jetzt mal Bock drauf und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.